Matthias, Glückwunsch zu deinen 100 plus Abos. Mittlerweile sind es 249. War es jedenfalls vor einer Viertelstunde, als wir los sind. Und du wolltest eine VA, man sollte sein Kochgeschirr zeigen, vielleicht auch was kochen. Und das machen wir jetzt. Wir zeigen dir, was wir zum Kochen benutzen und machen uns ein paar Eier mit Speck. So, das ist unsere Feldflasche. Da ist unten ein Becher drin, in dem man kochen kann. Tatonka Bowl. Kann man super drin kochen. Pfanne, Teller, Schüssel. Man kann auch Wasser damit holen. Da passt mehr rein, als man denkt, wenn man sie so sieht. Und hier unser Esbit-Kocher, da ist ein Topf dabei mit Deckel. Das sind die Sachen und jetzt packen wir sie mal aus. So, das ist der Becher von der Feldflasche. Tatonka Bowl und hier ist jetzt das ausgepackte Esbit. Hier ist der Kocher, den habe ich jetzt in Küchenpapier, weil er sonst den Topf von innen total schwarz macht. Das ist der Topf. 400 ml Fassungsvermögen, bisschen mehr wird reinpassen, 400 ml ist, damit man noch Platz hat. Dann Griffe zum Ausklappen, gummiert, auch noch nicht angekokelt. Skala, damit man ablesen kann, Menge, ich hoffe man sieht's. Das sind die Sachen, die wir zum Kochen benutzen und die wir mithaben. Jetzt werden wir uns Eier mit Speck machen und dann erzählen wir dir noch was zu deinem Kanal. Und zwar kochen wir heute mit dem Schweizer Notkocher, den wir beim Hubert gewonnen haben mal in der Abo-Challenge. Jetzt warten wir, bis die Pfanne ein bisschen warm ist und machen ein bisschen Öl dazu. Öl, das haben wir immer dabei, hier in so einem Plastikfläschchen. Und im Moment sieht es eher aus, wenn wir Speck mit Eiern machen, statt Eier mit Speck. Aber gucken wir mal, was drauf wird. Und Eier nehmen wir immer hier in so einer Doppel-Eierdose mit. Da sind die geschützt und können uns auch nicht zerbrechen im Rucksack oder so. Und als Besteck nutzen wir hier das BW-Besteck zum Zusammenstecken. Das ist platzsparend, praktisch Edelstahl. Und das hier ist noch unser Outdoor-Gewürzstreuer. Da haben wir Pfeffer, Salz und Brühe drin. Ich denke mal, bei dem Speck brauchen wir hier aber jetzt nur Pfeffer. Salzig wird es sein. So, fertig. Noch ein bisschen heiß, warten jetzt einen Moment, dann können wir essen. Kocher ist aus. Ja, Matthias, wir haben es uns jetzt schmecken lassen. Dein Kanal ist toll. Er war ja mal unser persönlicher Kanal des Monats. Man muss also toll sein. Nee, das war ein Spaß. Aber du warst mal unser persönlicher Kanal des Monats. Und deine Abozahlen, die gehen ja auch stetig nach oben. Alles toll. Diese Bunkertouren, die waren cool. Das waren tolle Videos mit dem Andi zusammen. Und mach weiter so. Wir wünschen dir noch viel Spaß und viel Erfolg auf YouTube. Und sehen uns dann auf deinem oder auf unserem Kanal. Und bis dahin sagen wir Tschüss, das sage ich und der Billy.